Ich zeige euch eine Starthilfe für die Monotypie. Ihr braucht dafür wenige Dinge, das ist sehr sympathisch. Eine Unterlage, das ist hier ein Set, Kunststoffset, das könnte auch Plexiglas sein, eine Glasplatte sein. Das wird die Unterlage, auf der wir diese Farbe auswalzen. Eine Linoldruckfarbe, die ist wasserlöslich und das Schöne ist, wir brauchen immer nur sehr wenig davon, das hält sich ewig. Eine kleine Menge Erbsengröße und sogar ein bisschen zu viel. Brauchen wir nicht, ist zu trocken. Die kommt auf die Platte und mit so einer Walze, Füße nach oben, verteilen wir die Farbe. Das muss ein bisschen schmatzen und glänzen. Kreuzt die quer. An der Stelle könnt ihr natürlich auch Farbmischungen machen. Ich bin jetzt mal beim Schwarz. Okay. So, ziemlich saftig. Füße nach unten. Parken wir das hier. Ein Papier, das darf nicht zu dick sein. Das ist jetzt mal ein Schmierpapier, so 80 Gramm. Überall, wo ihr Druck macht, es kann eine Zeichenmine sein, es können eure Finger sein, kommt die Farbe aufs Papier. Bei den Fingern seht ihr, dass das so richtig interessante, körnige Fleckchen werden. Jetzt könnt ihr natürlich einfach frei was zeichnen oder ihr sagt, ich interessiere mich für eine Vorlage, Fotografie, vielleicht eine Fotografie von euch oder hier, ich habe hier so einen grimmigen Vogel. Damit zeige ich euch mal ein bisschen abgekürzt, wie das auch gehen kann. Den klebe ich mir fest, dann verrutscht er nicht beim Nachzeichnen. Genau, ihr nehmt den Kuli oder den Bleistift und geht eure Form einfach mal nach. Vielleicht lasst ihr was weg. Vielleicht erfindet ihr was dazu. Das ist jetzt schon eine grafische, gezeichnete Geschichte. Ich klaue jetzt einfach. Ja? Ich habe den Menschen, der das gemacht hat, nicht gefragt. Es ist jetzt nicht ganz sauber. Aber es wird ja überall geklaut. Könnt ihr euch vorstellen, es könnte auch eine Collage sein, die ihr ganz individuell zusammenstellt und damit dieses Nachpausendrucken probiert. Ihr könnt immer drunter schauen, was passiert denn da eigentlich. Hier geht's schon los. Einfach wieder auf die Farbe legen. Das muss man nicht antapen. Ja. And so on. Kann man auch mal gucken, was macht der Nagel? Der macht andere Spuren. Das war der Nagel. Es macht total Spaß, es ist sehr kurzweilig, es geht flott. Ich werde es noch immer nicht leid. Hier sind andere Beispiele, ich zeige euch das. Ein bisschen feinere Geschichte. Kann Farbe drunter legen, zu mehreren Schichten arbeiten. Ja, ich glaube, ihr habt eine Idee, dass es viel zu entdecken gibt. Viel Freude bei euren Experimenten!